Da sind wir auch schon wieder bei Zurück in die Zukunft. Wir haben Edna gefunden, die in die Vergangenheit gesprungen ist. Wir haben den Kaktus als ihren Großvater ausgegeben. Und Edna hat gesagt, es wurde etwas gebaut, was sie nicht mag. Das ist die Antwort darauf ja eigentlich schon. Logisch, ein Saloon. Mal eine andere Lokalität. Ein Saloon? In Hill Valley? Das kann er nicht machen! Großvater, du darfst das nicht zulassen! Diese Schlange darf das Paradies nicht zerstören! Tja, wenn es sonst keiner sieht und ihn aufhält, dann muss ich das Gesetz selbst in die Hand nehmen! Ich werde dafür sorgen, dass dieser sündige Laden niemals seine Türen öffnet! Ich weiß nicht, was ich tun werde, aber ich werde etwas tun! Etwas Endgültiges. Also müssen wir ein Feuer entfachen. Wir haben ja Feuer. Auch noch was? Was da wohl kocht? La 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 la. Wenn wir mal das, das Scheißhaus anschauen. Nein, du machst das ganz falsch. So wird das niemals brennen. Zuerst brauchen wir etwas Kerosin. Großzügig auf der Baustelle verteilen. Nur kein falscher Geiz. Okay. Und nun? Seht her. Ist es nicht schön? Die Arbeit des Teufels vernichtet durch die Flammen der Rechtschaffenheit. Brenn, du dummes Ding! Als sie zusammen waren, war sie nie so leidenschaftlich. Oh. Was ist los, Edna? Probleme mit dem Feuer? Dreh dich weg! Sieh nicht hin! Es bleibt nicht im Saloon, oder? Es breitet sich aus auf die anderen Gebäude in Hill Valley. Ich hatte edle Absichten. Das sollte nicht geschehen. Aber es ist geschehen. Und du hast es all die Jahre unterdrückt, weil du dir nicht eingestehen wolltest, dass eine gemeine Straftat beging. Sie hat Hill Valley vernichtet. Hab ich zu dick aufgetragen? Hier steht es. Schwarz auf weiß. Aha. Hill Valley durch Brand zerstört. Das Feuer brach circa 2 Uhr nachts aus. Am 17. Juli 1876! Natürlich bin ich nicht die wahre Kriminelle in dieser Geschichte. Oder? Mr. Sagan! Oh nein. Sie haben mich zu Fall gebracht. Sie und Smirnoff. Sie haben dafür gesorgt, dass ich ihr Höllengefährt stehle und Hill Valley niederbrenne. Und nun, Kraft der mir von Hill Valley übertragenen Entscheidungsgewalt, verurteile ich sie beide zu. Hey! Was hast du alles gehört? Genug für einen Monat Schlagzeilen im Haysville Herald. 2 Monate, wenn... Ich könnte dich auch erschießen, klar. Aber das wirst du nicht. Das wäre ja gegen das Gesetz. Und du brichst... Hören Sie, Sie sollten besser abhauen. Verbindlichsten Dank. Das ist Beauregard Tennants fast fertiger Saloon. Irgendwann in der nächsten Stunde wird Edna ihn anzünden und unbeabsichtigt ganz Hill Valley in Brand setzen. Ich frage mich, wo Edelorian ist. Den finden wir später. Jetzt müssen wir erst das Feuer stoppen. Ich gehe von hinten, du gehst von vorne rein. Verstanden. Roger. Ich glaube, da liegt auch Beauregard Tennant. Es gefiel mir besser an der Tür des Plumpsklos. Ja, da war es übersichtlicher. Ich sollte besser nicht zu nah ran. Aber ich muss an ihm vorbei, wenn ich von hinten da rein. Ich sollte besser nicht zu nah ran. Ich sollte besser nicht zu nah ran.
Naja, irgendwie. Das glaube ich nicht. Weil das Schild ist. Lieber nicht. Könnt ihr noch ein Turmband vorspielen, sonst wusste ich gerade nichts. Ich weiß nicht, was dann passiert. Kommen wir denn am Burigard Tenen vorbei? Okay. Ich sollte besser nicht zu nah ran. Ja, du solltest nicht zu nah ran, das ist mir schon klar. Ich sollte Sag das doch nicht 300 Millionen Mal, du musst an dem vorbei, du musst da rein. Oh, einfach anklicken, wäre eine Variante gewesen. Edna ist schon voll dabei. Wer ist da? Edna, warte! Ich bin es doch nur! Ist es Sagan? Was machen Sie denn hier? Genau das wollte ich Sie auch gerade fragen, Miss Pickford. Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Ihrer Lasterhöhle jetzt ein Ende setzen. Das glaube ich nicht, Mary. Ich schieße ungern auf Frauen, aber niemand beraubt Borgard B. Tenen seiner Haupteinnahmequelle. Tenen, halt! Wenn Sie schießen, lässt sie die Fackel fallen und alles geht in Flammen auf. Edna, halt! Lässt du die Fackel fallen, erschießt er uns. Offenbar befinden wir uns in einer Sackgasse, Mr. Tenen. Es gibt wohl keinen Ausweg, außer irgendjemand schafft es, euch beide gleichzeitig zu entwaffnen. Wie zur Hölle soll ich das denn hinkriegen? Kein Wunder, dass die Stadt in die Luft geflogen ist. Ich kann das Kerosin bis hier hinriegen. Dolores Miskin? Nett. Schön. Da. Das ist eine Maus? Was ist los, Miss Pickford? Angst vor einer kleinen Maus? Nein, aber Sie sollten Angst haben. Mäuse übertragen Krankheiten. Das ist eine Tatsache. Lesen Sie... Wieso bist du so angezogen? Ich hatte nicht vor, heute ins 19. Jahrhundert. Salzlake, hä? Das sollte ziemlich nützlich fürs Fackellöschen sein. Ja. Das ist zu schwer zum Heben. Das müssen wir nach oben kriegen. Mann, leicht ist er nicht gerade. Okay, auf nach oben. Eine Idee habe ich schon. So. Da drauf. Mary Pickford? Den auch da drauf. Den. Er ist genau über seinem Kopf, aber ich kann ihn nicht ausnocken, solange Edna noch die Fackel hält. Okay, der ist zum Ausnocken gedacht. Dann fahren wir mit dem Gewicht halt runter. Reicht noch nicht. Einen kriege ich aber nicht. Vielleicht muss ich was runterwerfen, eine andere Variante. Brauche ja nur die Salzlake. Das kann ich ja theoretisch. Man fragt sich, was wohl da drin ist. Nein, halt Ruhe! Was zur Hölle? Oh Mist, da gehen alle meine eingelegten Schweinefüße dahin. Warum bist du so scharf darauf, dich in meine Angelegenheit? Eingelegte Schweinefüße, lecker. Nicht. So. Nach unten. Die Fackel wird offenbar langsam schwächer, Miss Pickford. Sie ist immer noch heiß genug, um dieses bisschen Gomorra abzubrennen, Tenen. Auch mit das Gewicht? Hier drauf. Ja. In Ordnung mit Physik. Wieder nach oben. Jetzt können wir... Ah, am Seil ziehen. Okay.
Was war das für ein Geräusch? Welches Geräusch? Ich habe nichts gehört. Vielleicht finden wir eine friedlichere Lösung, Mr. Tennant. Und nochmal aufs Holz treten. Okay, echt Glück gehabt. Nicht mehr lange. Wir werden sehen. Wie kann ich das Ding jetzt fallen lassen? Alles an Ort und Stelle. Zeit loszulegen. In 100 Jahren wird Hill Valley mir zu Ehren eine Statue errichten. Alles an Ort und Stelle. Zeit loszulegen. Kann ich das jetzt fallen lassen? Ich habe nichts. Halten Sie durch, Doc. Los. Ah, okay. Irgendwelche letzten Worte? Wir sehen uns in der Hölle, Tennant. Ladies first. Na los, du Verdammter. Zum Geier. Zur Hölle bist du denn? Ich bin die Ablenkung, Blödmann. Platsch. Gar nicht übel, Doc. Erzähl's Clara nicht. Sie meinen, Schlägereien wären ein schlechtes Beispiel für die Jungs. Wo ist Edna? Doc, sie ist weg. Der DeLorean. Das DeLorean. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie 140 Stundenkilometer erreichen. Na los! Hey, Edna, mach dir keine Sorgen. Du bist eine kluge Frau mit einem starken moralischen Kompass. Du musst dich nur irgendwie hier rauf. Oh, Mist! Unter dem Moment kann fliegen. Was tut sie? Ich glaube, sie überschüttet uns mit Euphemismen. Zum Glück ist die Straße aus dem Hill Valley von 1875 noch ziemlich holprig. Unwahrscheinlich, dass sie in nächster Zeit auf 140 Stundenkilometer beschleunigen kann. Wie können wir sie aufhalten? Gute Frage. Wir dürfen sie nicht verletzen oder das Fahrzeug beschädigen, um die Zeitachse nicht noch weiter zu verschieben. Zum Glück haben mich all diese Diagnoseleuchten, die mein anderes Ich in den DeLorean eingebaut hat, auf eine Idee gebracht. Hier, nimm die. Was ist das? Flugsynchronisationsmodule. Wie funktionieren die? Normalerweise verwende ich sie zu Wartungszwecken. Aber wir können sie vielleicht auch dazu verwenden, sie mit den anderen Diagnosemodulen des DeLorean zu synchronisieren. Und so versuchen, beide Zeitleitungen zu verbinden und das Zeitziel des anderen DeLorean außer Kraft zu setzen. Zumindest in der Theorie. Das ist ein großartiger Plan, denke ich. Und das Beste? Wir müssen die Module nicht einmal an den Rahmen schweißen. Du kannst sie einfach über den Diagnoseleuchten anbringen. Moment mal, Doc. Sie wollen, dass ich da runtergehe? Wie zum Geier soll ich das schaffen? Gute Frage. Lass mich nachdenken. Aha! Das Hoverboard. Ein Hoverboard! Es hat uns schon ein paar Mal die Haut gerettet. Schien also ein geeignetes Hilfsmittel für diese Aufgabe zu sein. Klasse. Alles in Ordnung? Es ist die Fahrradbahn. Für den Sprung bereit? Fertig, Doc. 1, 2, 3, spring! Oh. Gut gemacht, Marty. Wie ist der Funkempfang? Super. Woher haben Sie die? Aus Wörtsammlung von Videospielkonsolen aus dem 21. Jahrhundert. Denk dran, du musst nur die Flugsync-Module an die Diagnoseleuchten anschließen. Geht klar, Doc. Das Anschließen machen wir aber auch in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke, euer Snack und ciao.